Und das passiert heute bei Guess the Rank. Oh Gott, habt ihr echt GC3 gesagt gerade? Oh Gott, nein. Chat, bitte nicht GC. Wenn das... Nein, 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 nein. Leute, Leute, nein. Leute, bitte nein. Kann ich noch mal kurz eine neue Aufnahme machen? Und damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge Guess the Rank. Ich möchte wirklich nicht, dass ihr diese Folge anschaut, denn sie ist mir leider unfassbar peinlich. Also, wenn ihr wollt, dann schaut gerne die ersten beiden Runden an. Die dritte müsst ihr gar nicht mehr unbedingt schauen. Die war total unspannend. Naja, auf jeden Fall gibt's heute mal wieder Guess the Rank, aber zum allerersten Mal seit dem Reboot mit euren Replays. Wenn ihr auch mitmachen wollt bei Guess the Rank, checkt die Beschreibung ab. Dort ist alles verlinkt. Das super gerne einen Daumen nach oben da, würde mich mega freuen und abonniere auch gerne meinen Kanal, wäre echt auch nur. Und jetzt viel Spaß mit, naja, also Spaß, ne, relativ, mit dieser Folge Guess the Rank. Hol dir 6% Rabatt mit dem Gutscheincode ANYART bei Arware, egal ob Credits, Items oder Drops. Bei Arware findest du auf jeden Fall etwas für dich. Jetzt checke also nach dieser Folge die Videobeschreibung. Viel Spaß. Und da sind wir, die erste Runde der Community Replays. RoboPick heißt er und ich kenne ihn sogar aus meinen Livestreams, zumindest vom Namen her. Jetzt nicht vom Gameplay, aber ich erahne schon anhand des ersten Flips so eine leichte Tendenz in Richtung unter Diamonds. Sein Teammate wahrscheinlich nicht Pre. Spielt ähnlich. Die Gegner aus Team Blau auch. Boah, der Bump war aber nice. Der war ja vollkommen outplayed. Ja, schön nach oben gegangen. Den musst du erstmal irgendwie ein bisschen halten. Asta müsste aber, glaube ich, noch Season 5 sein, das Replay. Heißt aber auch... Boah, der Boost von dem Teammate ist ja krank. Was für ein geiler Boost. Wie heißt der? Das wisst ihr bestimmt, ne? Kann mal jemand bitte in die Kommentare schreiben, wie der Boost von Team Oranges Partner heißt? Der ist unfassbar geil mit diesen Schnörkeln unten, die so nachrutschen noch. Geil. Aber ja, das Gameplay an sich, ich muss sagen, das fühlt sich erstmal so ein bisschen an nach Platin. Ich glaube, für Diamonds, naja, noch nicht Diamonds. Das sieht okay aus. Jetzt hier ein schöner Touch, jetzt hier abspringen. Das machst du aber sehr, sehr gut. Auch die Recovery sehr schön. Das ist gut. Das war jetzt doch auf einmal wieder gut. Der Anfang war so ein bisschen schleppend, aber jetzt gerade doch echt cool. Von ihm, vom Turkish Airlines, hier ein schöner Aerial und dann ein Eigentor, weil der Teammate... Okay, es sind keine Premates, man sieht es schon. Ja, aber so verlieren oftmals die Leute in meinen Kommentaren auch ihre Runden, weil sie halt mit Randoms zusammenspielen, die halt Bälle stealen oder. Es ist einfach keine Kommunikation möglich bei solchen Runden, wenn man mit Randoms spielt. Dennoch, es ist schwierig einzuschätzen. Ich würde das dem Ganzen irgendwie etwas geben zwischen Platin 2 und Diamond 2. Boah, es ist schwer einzuschätzen, weil er macht eigentlich ein gutes Spiel, der Kollege, der Robo. Aber die anderen, naja, weiß ich nicht. Ich würde wahrscheinlich sagen Platin 3. RoboPick, ich bin gespannt. Heute soll es ja auf jeden Fall besser werden als in der letzten Folge. Da ist es wirklich in die Hose gegangen, viele Ränge. Ich löse auf, RoboPick ist... es tut mir leid, lieber Robo. Das war Diamond 3. Eieieiei, das ist aber... also ich fand, Robo war gut. Der hatte gute Aerials gemacht, gute Touches gemacht. Aber die Gegner und der Teammate, die waren irgendwie ein bisschen lower. Aber vollkommen okay. Es ist Diamond 3 und ja, Glückwunsch, lieber Robo. Echt cool. Wir machen weiter mit dem nächsten Replay. Zweite Runde, auch hier wieder 2 versus 2. Feine Katze heißt er oder sie. Kickoff macht schon einen guten Champion aus, denke ich mal. Da kann man schon mal davon ausgehen, dass es ein etwas höheres Gameplay ist, nur wegen des Kickoffs. Ja, ist immer so ein bisschen schwierig zu bewerten in ersten Sekunden, aber ich kann halt schon schnell, naja, so ein bisschen einsehen, wo es drauf hinauslaufen könnte, theoretisch. Oh, auch wieder keine Premates. Da wird der Boost weggesnackt vom Teamkollegen. Alles ein bisschen ekelhaft. Der Teammate, der Luther Kings AFK, glaube ich gerade, ne? Kann das sein? Kurzzeitig. Schwierig. Boah. Also, ich vergleiche mal mit dem Kollegen von gerade eben. Was macht der Teammate von ihm da? Oh mein Gott, der regt mich gerade richtig auf, dieser Teammate vom, von der feinen Katze. Weil der in alle Sachen double committed. Richtig so ohne Wenn und Aber. Ich double committe in alles rein hier. Was kostet die Welt? Aber der macht das schon. Oh, schön, feine Katze. Also, wir hatten gerade eben in der ersten Runde einen Diamond 3 Spieler. Dann müssten wir das nach oben schieben. Auf jeden Fall auf Champion. Hoch Champion. Champion 3 mindestens. Er kann auch gute Flicks.
Er spielt sehr solide, aber wir müssen auch natürlich das ganze Spiel beachten. Und der Teammate spielt eine ganz andere Liga gefühlt. Hat nicht mal einen Anteil an diesem Spiel gehabt bis jetzt irgendwie. Es ist ganz, ganz schwierig einzuschätzen, aber der haut hier eins nach dem anderen raus. Das ist gerade ein Spiel, wo nur er spielt, nur die feine Katze. Also, ich bewerte jetzt nur ihn und er spielt Grand Champion-like, aber ob das auch die Lobby ist, keine Ahnung. Und trotzdem sage ich Grand Champion 2. Ich habe wirklich, wirklich, wirklich Angst gerade vor der Auflösung, denn feine Katze habe ich eingestuft auf Grand Champion 2. Ganz ehrlich, die Teammates wirken eher so auf Champion 1 Niveau, vor allem sein Teammates. Ich habe gesagt Grand Champion 2 und feine Katze ist... Ah ja, ich hasse mein Leben. Also, ja, es ist Champion 1 gewesen, aber er hat, also er ist für Champion 1 zu gut gewesen. Das war zu gut für Champion 1. Aber so overall in der ganzen Lobby mit seinem Team mit und den Gegnern passt das. Aber warum bist du auf Champion 1, wenn ich fragen darf? Wo ist das Problem bei dir? Du spielst doch höher als Champion. Es ist unfassbar schwierig. Also auch da lag ich voll daneben, aber ich finde es auch gerade heute unfassbar schwer einzustufen. Es bockt gerade richtig hart. Wir machen mit dem dritten Replay weiter und jetzt muss ich irgendwas richtig callen. Und das letzte Replay für heute. Jetzt mal 1 versus 1. Aldi Wurst heißt er und daran sieht man eben, ja, es sind Replays aus der Community, weil er Aldi Wurst heißt. Und... ja, natürlich macht er einen Squishy Safe. Na klar, machst du das? Oh, ich habe jetzt schon keinen Bock, das einzustufen, ne? Weil ich kann nur falsch liegen jetzt mit dem ersten Safe hier. Okay, wir gucken uns mal ein bisschen an hier. Das Problem ist immer bei Ones, hast du das Problem, dass natürlich die Main-Ränge der Leute Twos oder Threes sein könnte und dementsprechend bei Twos oder Threes der Rang auf Grand Champion ist, sie aber selten Ones spielen und deswegen auf Diamond 2 rumdümpeln oder so. Das müssen wir uns immer im Hinterkopf behalten. Aber ich gehe davon aus, dass wir ja trotzdem etwas callen können in Richtung mittleres Champion bis High Champion. Ich glaube, für Grand Champion, ich will mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen, weil sowas macht auch jeder Dritte in Ones bei mir auf Diamond, so Aktionen. Das ist vollkommen okay. Ich kann mich da besser festlegen als bei Twos. Ich sehe darin erstmal so ein Champion 2 Gameplay, weil ich denke, er spielt Twos oder Threes ein bisschen höher. Er spielt aber auch richtig solide, der Aldi Wurst, ne? Richtig solide. Ich denke, da können wir von Champion 2 ganz gut ausgehen. Er bei 2 Threes höher spielt, aber hier nicht so hoch ist. Weil ich glaube, die wenigsten haben Ones als Main Rank. Und wir müssen auch so ein bisschen auf den Kollegen achten, auf Team Blau. Der spielt auch gut, deswegen sage ich der Champion 2. Aber er spielt es nicht überragend. Ich denke auf Champion 2... Oh, Junge. Ich würde auch ganz gern so spielen können wie der. Das ist echt super solide. Champion 2 sage ich und ich muss sagen, Props an dich. Du spielst echt gut Ones. Echt gut. Ich möchte diese Runde wirklich nicht auflösen, denn ich habe gerade nochmal kurz nachgedacht. Und Champion 2 ist eigentlich viel zu niedrig für den Kollegen, weil er sehr, sehr solide spielt und sehr, sehr gute Sachen gemacht hat. Ich aber nicht zu hoch gehen wollte. Aber warum habe ich nicht zumindest auf GC1 irgendwas... Warum habe ich... Ich ärgere mich gerade für das Champion 2. Lass uns mal bitte intern, ihr wisst Bescheid, lass uns mal so ein bisschen höher denken. Gehen wir mal auf GC 1 bis 2. Einfach nur mal so, aber wir bleiben bei Champion 2. Ich habe trotzdem Angst. Ich möchte nicht. Aldi Wurst ist ja Super Sonic Legend, habe ich mir schon gedacht. Es ist okay. Ich muss ganz, ganz dringend zum Zahnarzt gerade. Ganz, ganz dringend. Es ist wirklich... das war einfach meine eigene Dummheit. Bitte schreibt in die Kommentare, Dom ist lost, Dom ist scheiße, Dom kann gar nichts. Es stimmt. Es ist die Wahrheit heute. Diese Runde, ich habe echt schlecht performt im Raten. Also, ich weiß es nicht. Bei Günther Jauch wäre ich in der ersten Frage ausgeschieden. Es ist grauenvoll gewesen heute. Ich muss sagen, Props an eure. Es sind eure Replays. Es sind eure Community Replays gewesen. Aber ich bin nicht drauf reingekommen. Es war nicht möglich. Ja, es ist... Oh, ich... Oh.